Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir möchten heute wieder auf die kommende Handelswoche schauen. Die vergangene Handelswoche war doch durch etwas trägen Handel geprägt. US-Indizes kaum verändert. Der DAX am Freitag mit etwas Bewegung nach oben. Viel Hoffnung auf den G20-Gipfel. Man hat nur auf diesen Termin geschaut. Dieser Termin ist nun durch und lag letztendlich doch in den Erwartungen, die sehr niedrig waren. Es gibt kein Ende des Handelskonflikts. Er wird fortgeführt, aber es gibt erstmal keine Verschärfung. Das ist ja wieder schön. Und Gespräche, die vorher auf Eis lagen, sollen wieder aufgenommen werden. Das heißt natürlich lange nicht, dass man jetzt hier sämtliche Konfliktherde damit lösen kann. Aber die Gespräche sollen wieder aufgenommen werden. Huawei-Restriktionen werden etwas gelockert. Und ja, und es ist, Trump knickt etwas ein. Die Chinesen haben etwas Zeit, in meinen Augen, mehr Zeit als Trump. Trump knickt etwas ein oder ist es vielleicht nur Verhandlungstaktik, ein bisschen Brot werfen? Das ist die große Frage, denn eigentlich hat er immer viel, viel größere Töne gespuckt, sofort die nächsten Zölle etc., Druck aufbauen gelassen, nur den besten Deal aller Zeiten etc. Und jetzt ganz andere Töne, viel kleinlauter, das ist die große Frage. Aber wie erwähnt, der Konflikt bleibt bestehen, es findet erstmal keine nächste Eskalationsstufe statt, aber der Konflikt besteht, die Strafzölle bestehen und die Strafzölle wirken halt weiter belastend auf die Konjunktur. Die Konjunkturdaten im Juni, der Juni ist vorbei, das Quartal ist vorbei, wir beginnen ein neues Quartal und im Juni sind die Konjunkturdaten speziell auch aus den USA doch deutlich eingetrübt. Da ging der Trend ganz klar nach unten und der Aktienmarkt ganz klar nach oben, eine interessante Divergenz, die sich wieder aufgetan hat. Getrieben durch die Notenbank, allen voran die EZB und die amerikanische Fed, die doch mit Hoffnungen, speziell die EZB hat nur Hoffnung gesät, also absolut substanzlos, Hoffnung, dass vielleicht doch noch mehr lockeres Geld für die Börsen locker gemacht wird. Und dann eben die Hoffnung, die endlose Hoffnung, dass der Handelskonflikt zwischen China und USA in sich in einen perfekten Deal aufgelöst wird. Tja, das wird sich nur die nächste Woche zeigen. Da kommen nämlich wichtige Einkaufsmanager-Indizes werden vermeldet. Der erste kam schon aus China. Heute Nacht kam der rein schwächer in der Kontraktionszone. Ob er nun Beachtung findet, ist die andere eine Seite. Aber es folgen eben noch viel mehr. Die US-Handelsbilanz wird veröffentlicht. Auch der große US-Arbeitsmarktbericht steht am Freitag an. Und wir haben verkürzten Handel einmal am Mittwoch in den USA und am Donnerstag Independence Day. Da findet gar kein Handel statt. Auch sollte man sich auch vormerken. Also viele Konjunkturdaten, die nun besser ausfallen müssen. Die dürfen nicht nochmal eingetrübt sein. Das Fundament ist sehr dünn. Wir haben eine große Divergenz aufgebaut, speziell auch nun im Juni. Wirtschaftsdaten runter, Aktienmarkt hoch, dank der Notenbanken und diffusen Hoffnung, dass sich der Handelskonflikt nun doch irgendwann auflöst. China möchte Agrarprodukte kaufen, wieder mal zugestimmt. Aber die Handelsbilanz und das Defizit hat sich eben nicht verändert, ne? So, gerade zwischen China und USA. Das dürfte schwierig werden, für Trump zu argumentieren, wenn er hier keine Ergebnisse liefern kann im Wahlkampfjahr. Aber gut, wir schauen jetzt auf unsere Charttechnik. Ich habe gerne auch meinen Blick auf die Wirtschaft dazu, als Fundamentaldaten, weil die gehören meiner Meinung nach dazu. Ist natürlich immer eine Glaubensfrage. Manche sagen nur das Chartbild, manche sagen nur die Fundamentaldaten. Ich denke mal, ein guter Mix kann hier nicht schaden und ich habe eben das Problem, dass der DAX einen Ausbruchversuch starten könnte, aber das Fundament denkbar schlecht ist und so könnte vielleicht wieder ein Aufwärtsgap keine Ausbruchlücke darstellen, sondern wieder eine Erschöpfungslücke. Wir schauen nochmal auf das Chartbild der letzten 10 Jahre, habe ich euch Ende Mai schon präsentiert, dass die Hosse der letzten 10 Jahre, die Rekordhosse, und wir hatten immer in der Phase, saisonal schwache Phase Mai bis September, einen signifikanten Rücksetzer. Und diesen hatten wir bisher nicht. Wir bewegen uns ja auf den Hochpunkt. Die Frage, fällt er aus oder haben wir eben noch 2-3 Monate, wo mehr passieren könnte? Also hier ist noch, dieser Weg ist noch offen. Und innerhalb dieser bullischen Rekordhose gab es wirklich immer deutlich signifikante Rücksetzer. Und nun gerade, wenn die Wirtschaftsdaten sich eintrüben, die Notenbanken sämtliches Pulver verschossen haben, jetzt fällt es aus, ja, das ist halt gefährlich. Eine gefährliche Mischung. Aber wir blicken jetzt einfach mal in den DAX-Monatschart. Und dieses Hin und Her, das erkennt man hier umso besser. Das ist der Juni, der Mai und der April. Ein Hin und Her war das hier.
hin und her gependelt zwischen Hoffen und Bangen. Nervosität ist ja deutlich zu erkennen im DAX-Monatschart. Wir konnten noch relativ hoch wieder schließen, aber Mars hier am 61,8er Retrace und der Bewegung Jahrestief zum Allzeithoch des 61,8er Retrace bei 3,30 wird auch wieder im Fokus stehen. Es deutet sich, gibt es halt diverse Wochenend-Futures, wurde bei uns im Chat auf tradingportal.net ja schon mehrmals drüber diskutiert. Ich halte davon nicht so viel, das sind reine Bankprodukte. Erst wenn der asiatische Handel in der Nacht wieder startet, wird es so langsam interessant. Aber selbst ein Eröffnungsgap, ne, das kann eben auch eine Falle sein, beziehungsweise eine Erschöpfungslücke enden. Aber die 3,30 wird erstmal im Fokus stehen. Rein charttechnisch betrachtet, oberhalb der 3,30, ich habe ja den Fall eingezeichnet, ist die Tür für den Juli eben zu 12.800 ziemlich weit aufgeschlagen. Aber das hatte ich euch hier auch schon gesagt. Hier im April, als wir hochgeschlossen haben, wir starten oberhalb, haben wir ja auch getan und dann sofort zurückgefallen. Aber haben wir eben nicht genutzt, diese Chance. Aber rein charttechnisch gesehen ist oberhalb der 3,30 eben der Weg im Juli, also innerhalb der nächsten Wochen, könnte Richtung 12,8 laufen. Auf welcher Grundlage auch immer. Es braucht auf alle Fälle eine Berichtssaison, die beginnt eben nun auch. Die braucht positive Überraschung, nicht nur über den Erwartungen. Es muss ja, man muss aus der Gewinnrezession wieder rauskommen, muss echte Gewinne verbuchen. Aber wenn ich die Konjunkturdaten, die Einkaufsmanager-Indizes der letzten Wochen so gesehen habe, dann braucht es ein kleines Wunder, um jetzt diese Überraschung zu bringen. Also das, um das Fundamentale wieder reinzubringen, es kann sein, dass die aktuelle Berichtssaison nicht so stark ausfällt. Und dann ist das Fundament eben noch fragiler. Aber oberhalb der 3,30, übergeordnet 12,8 aktiv. Unterhalb wäre eben dieser Weg ja so Richtung 150, 130, alte Trendlinie, Abwärtstrendlinie und eben auch das mittlere Bollinger Band. Was genau hier so reinkommt, wäre dann ein wichtiger nächster Support. Wenn wir da wieder durchfallen runter, Zone 150 ungefähr, müssen wir gucken, wie die ersten Kurse dann ausfallen an zum Quartalsbeginn. Und darunter wäre auf jeden Fall wieder die Zone 11.940, 11.850, auch da geht die 38, verläuft hier dieser Bereich, ein wichtiger Support. Darunter wird es wirklich ein erstes Verkaufssignal im übergeordneten Bild geben und wir orientieren uns dann in diese Zone hier Richtung 11.550, 450 wäre dann aktiv, wenn wir denn da durchfallen. Aber erstmal werden wir hier oben starten und dann müsste sich eben zeigen, ob die 3,30 wirklich verteidigt werden kann oder ob wir wieder einen hohen Start sehen wie hier und dann direkt wieder abdrehen, deutlich abdrehen. Ausbruchlücke ist eine Erschöpfungslücke und wir fallen direkt wieder darunter. Dann wäre eben, wie erwähnt, die 150 mittlere Bollinger Band noch ein wichtiger Haltepunkt. Darunter fallen wir in die Spanne der Vorwochen und der Vormonate, hier der Zickzack zurück. Gucken wir uns das Bild auch mal im DAX Wochenchart an. Jede Kerze stellt eine Woche dar. Das ist unsere vergangene Woche. Wir haben uns lange bewegt in dieser neutralen Zone. Wir sind unterhalb der 3,30 reingekommen, waren dann wirklich in dieser Zone hier aktiv Richtung SM100 bei der 12.215 lange da aufgehalten. Und am Freitag kann man doch noch etwas Hoffnungsbewegung hinein, dass es irgendeinen großen Durchbruch geben wird zum G20-Gipfel. Und wir schlossen bei 408. 408 kann man sich merken. Dort dürfte ein Gap aufgeschlagen werden, morgens um Handel. Sehr wahrscheinlich, wenn ihr die Future, die das andeuten, dann auch wirklich die Bestand haben werden, dann dürfte auf alle Fälle ein Gap aufgeschlagen werden. Die Frage ist, wie groß fällt es aus? 438 ist das alte Jahreshoch im Cetra DAX. Darüber könnte eben dieser Aufwärtstrend, der alte Aufwärtstrend hier von diesem Jahr bei bis zur Unterkante 12.500 in den Fokus rücken, dass man diese Spanne hier aufschlagen könnte. Berggap von der 4,8 über die 4,38 zur 500 aufschlagen und falls wir dort abprallen, wäre das unsere erste Zone, die wir hier sehen würden. Also 500, 4,38, 4,8, so 3,30 wäre dann die erste Zone, die wir ausbilden könnten, erste Spanne. Wenn wir uns hier unter 500 hinkommen und uns etablieren und fallen nicht zurück, dann ist die Chance gegeben, dass, oder vielleicht sogar oberhalb starten, dann ist die Chance gegeben, dass man direkt noch Anschlusskäufe Richtung 550, 600, hier das obere Bollinger Band, wäre da eine gute Anlaufstation bei knapp 600, im Future bei 650 wäre dann möglich. Aber nur wenn man ins direkt oberhalb der 500 reinkommt, also ein Riesengap schlagen, welcher Substanz nur auch immer, wenn man dieses aufschlagen würde, oder wenn man bis zu 500 laufen und es dort oben etablieren, dann ist das meistens auch ein Indiz, dass man doch einen Hochpunkt ausbilden möchten. Aber der Abpraller an der 500 und wir haben die erste Spanne über die 438, 48, das sofortige Gap Plus wäre schon ein kleines Warnsignal, wäre dann offen und danach die 330. Diese Zone hier wäre dann unsere erste Wochenrange.
falls man Ultra 30 zurückfallen, dann geht es eben zum Vorwochentief mit dem SM100 bei 12.215. Und darunter das Tief lag bei knapp 190, wäre dann möglich. Darunter die Eintrübung wieder über die 12.100, 12.150. Und falls diese Zone bricht, dann geht es hier wieder in diese wichtige Supportzone hinein, die ich euch im Monatschart bereits genannt habe. 11.940, der EM100 kommt bei 880 rein. Auch das mittlere Bollinger Band, genau diese Zone, ist so ein Dreifach-Support, der ist einfach sehr wichtig. Falls dieser bricht, dann trübt sich wirklich auch das größere Bild wieder ein und wir orientieren uns dann mehr in diese Zone hier, wo auch der SMA200 verläuft, hin. 600, 550, 500 wäre da zu nennen, aber wie gesagt, da braucht es eben einen Impuls, um dort hinzufallen. Vorerst bewegen wir uns hier in dieser Zone. Hoher Start, Gap ab 4,8 würde eine Chance geben, zu 500 zu steigen. Unterhalb der 4,8 geht zur 3,30. Falls die 3,30 bricht, haben wir dieses Vorwochen-Range wieder aktiv zum SM100 bei der 250. Jetzt blicken wir noch kurz zum DAX-Tageschart. Da sehen wir das Bild auch. Da sind die untergeordneten Marken ein bisschen besser zu erkennen. Das war eben der Freitag vergangene Woche. Konnten wir uns am Juni-Aufwärtstrend, den ihr hier sehen könnt, leicht verletzt, aber konnten dann am Freitag dann direkt wieder an der Unterkante starten und diesen verteidigen. Könnte auch in der kommenden Woche im Fokus stehen. Hier ist eben der Aufwärtstrend, den ich euch eben gezeigt habe, von diesem Jahr, den wir gebrochen haben. Er könnte eben per Gap, wenn wir das Gap hier aufschlagen, bei der 4,8, könnten über die 4,38, das aktuelle Jahreshoch, steigen Richtung 500. Zu dieser alten Unterkante, und dann müsste man schauen, ob wir hier vielleicht unsere erste Spanne ausbilden könnten. Unterkante wäre passenderweise aktuell genau die 3,30, aber sie ist eben steigend und damit könnte eben dann auch wieder der Juni-Aufwärtstrend in den nächsten Tagen in den Blickpunkt rücken. Der wandert in den nächsten Tagen Richtung 3,90. Also dass wir uns in diesem Dreieck hier aufhalten könnten zum Wochenstart, wenn uns denn das Aufwärtsgap gelingt und wenn wir eben hier nicht reinsteigen. Wenn wir hier reinsteigen, wieder diesen Trend, oberhalb vielleicht starten, wir bereits erwähnt, oder uns etablieren, dann doch mal durchsteigen können, dann wäre eben auch der Anschlusskäufer über die 550, so 600, durchaus in dieser Woche sogar noch zu erwarten. Aber vorerst wäre ich hier etwas vorsichtig unterwegs, warten wirklich wichtige Konjunkturdaten, die letzten sind eingetrübt. Es gibt nicht so viel zu feiern nach dem G20-Gipfel, dass man hoch starten kann, aber dann man doch wieder zur Realität schnell zurückkehrt, ist der Handelskonflikt besteht, unverändert fort. Und ja, dann wärmen wir uns hier jetzt ab, dann werden wir wieder in diesen abwartenden Modus fallen. Aufwärtsgap, aber die Gefahr, dass es eben zügig geschlossen wird, wieder in sich zusammenfällt, ist in meinen Augen doch recht hoch. Positiv wird es nur, wenn wir wirklich 500 auch noch herausnehmen und dort etablieren, dann wäre es doch ja schon ein ziemlich bullisches Zeichen, dass wir auch noch weiter steigen könnten. Aber Aufwärtsgap 4,8 vielleicht so an die 500 direkt ran. Und dann der Abpraller, das wäre schon für mich ein bärischer Hinweis, dass das Gap durch zügig anstehen könnte bei der 4,8 und man dann wieder hier den ersten Support um 330 aufs Korn nehmen würde. Unterhalb der 330 eben die Eintrübung ins Vorwochentief, 215, 190 wäre dann aktiv. Wieder auch das mittlere Bollinger Band kommt dann in diese Zone reingelaufen und wird stützen. Wenn man dieses Bereich sogar brechen würde, dann wäre das wirklich schon eine deutliche Eintrübung im Tageschart und die erwähnte nächste Zone um die 49 durfte dann ins Fokus rücken, 11.940. Aber vorerst, wie erwähnt, dieses 3 könnte interessant werden. Wir werden wahrscheinlich ein Aufwärtsgap sehen. Ist es aber diesmal eine Ausbruchlücke, eine bullische, wo dann Anschlusskäufe stattfinden werden? Oder ist es wieder diese Erschöpfungslücke, die wir zuletzt häufig gesehen haben? Ich tendiere eher zu 2. Ich habe mir die sonst letzten auch gehabt beim Hoch pro Jahreshoch, ne, per Gap hoch und dann doch wieder auf Tagestief geschlossen. Ja, die Gefahr besteht einfach zurzeit. Also diese Zone hier aktiv, dieses Dreieck im Auge behalten. Erste Zone, ich nenne es nochmal 4,8, wird mein Gap schlagen über die 4,38 Richtung 500. Dort der Abpraller. Wir hätten mal die Spanne Richtung so 4,8 zurück, Gap close, 3,30 dann im Fokus. Wenn die 3,30 bricht, geht es Richtung 2,15 und 190. Das wäre schon eine gute Wochenrange. Normalerweise könnten wir uns hier erstmal aufhalten. Oberhalb der 500 können die Bullen hingegen noch weitere Akzente im 50er Schritten setzen. 55, 600 wäre dann möglichst obere Bollinger Band, was ich euch gezeigt habe, im Wochenchart. Nun gut, wir werden mal schauen, wie der Handel nun wirklich reinkommt und man nicht nur auf die,
die Wochenend-Futures schaut, dann hat er fast das Gefühl, dass das Wochenende spannender wäre als die eigentliche Handelswoche, die wir eigentlich durch geringe Volatilität und wenig Veränderungen aufgefallen ist. Man hat einfach nur geschaut auf dieses Wochenende und jetzt am Wochenende diese diversen Future von irgendwelchen Brokern zeigen die größte Bewegung, aber das müsste ich eben erst im regulären Handel bestätigen, speziell wenn die Eröffnungsglocke läutet und die erste Handelsstunde um ist, wird sich zeigen, wo man wirklich steht. Nun gut, die Spanne ist genannt und wir werden uns dann morgen früh im Trading-Portal jetzt sehen und wir dann mal schauen, wie das Gap ausfallen wird. Oder gibt es vielleicht am Ende gar kein Gap? Das wäre doch mal eine Überraschung. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und wir sehen uns morgen. Dankeschön, ciao.